Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einem neuen Video. Und ich werde euch jetzt sicherlich fragen, es sieht irgendwie anders aus und wir sind die beiden Typen hier neben mir. Ich bin Gast bei der wunderbaren Retro Gaming Crew. Und wir sind hier, um einen kleinen Talk zu starten. Und zwar, warum ist Retro Gaming eigentlich so geil? An dieser Stelle möchte ich euch natürlich den wunderbaren Kanal dieser beiden empfehlen. Schaut mal bei denen vorbei, die haben viel, viel, viel mehr Liebe verdient. Schaut vorbei, lasst ein Abo da. Da dreht sich natürlich alles rund um ja, das Retro-Gaming. Aber ich würde sagen, stellt euch am besten mal selber vor. Ja, willst du anfangen? Klar, also ich bin Michael, schreibe für die Retro-Gaming-Crew. Genau, und bin auch ab und zu vor der Kamera. Und ja, wir machen halt alles, was so mit Retro zu tun hat. Hardware, Software, Spiele, ja, also Sammelleidenschaft auf jeden Fall, weil das gehört halt so dazu und ja, genau. Genau, ich bin der Fabian, schreibe auch für die Retro Game Crew, bin auch oft vor der Kamera zu sehen und wir machen da alles Mögliche. Also falls ihr euch für Retro Gaming interessiert, wovon ich ausgehe, wenn ihr den Retro Game Bander schaut, dann schaut gerne mal bei uns vorbei, da findet ihr, ich sag mal, Dokus versuchen wir auch natürlich ein bisschen zu machen, Informationen zu übermitteln und ein paar Talkformate, alles Mögliche. Wunderbar. Wie gesagt, schaut vorbei, sowohl auf dem YouTube-Kanal als auch auf deren toller Webseite natürlich. Aber genug der langen Vorrede, wir fangen jetzt mal mit dem eigentlichen Thema an. Und zwar, wieso ist Retro-Gaming eigentlich so toll? Also ich habe natürlich so ein paar Punkte mir überlegt, aber ich würde euch jetzt einfach mal den Vortritt überlassen. Wer möchte anfangen? Soll ich? Fang du an. Ja gut, also für mich, Retro-Gaming ist natürlich viel Nostalgie mit dabei. Mhm. Man ist damit aufgewachsen. Und wenn man das mit den heutigen Sachen vergleicht, was ich noch bei Retro Gaming einfach besser finde, die Spiele sind damals eben fertig auf den Markt gekommen. Mhm. Ne? Heutzutage musst du am besten erstmal ein Jahr warten, bevor du ein Spiel kaufst, weil es sonst komplett verbuggt ist. Und es hat halt einfach einen eigenen Charme. Ne? Also ja. Der Style, vor allem bei so 2D-Retro Games, das wird halt nicht alt. Das kann man heute noch zocken. Es ist einfach geil. Ja, auch da ist natürlich ein großer, großer Punkt, den ich jetzt gerade angesprochen hast, den ich genauso sehe. Die Spiele sind fertig. Ich meine, heutzutage, wo alles wie ein Online-Zwang hat oder ähnliches, wir haben gerade schon vor dem Video ein bisschen drüber gesprochen. Aktuell spiele ich Helldivers 2. Und klar, es ist kein Singleplayer-Spiel, es ist ein Multiplayer-Spiel. Ja. Aber als das rauskam, da ging der Server nicht. ging, glaube ich, so ein, zwei Wochen ging der Server nicht. Du hast ja das Spiel gekauft. Kommst von der Arbeit wieder, hast eine Stunde Zeit vielleicht maximal, weil ne, wir wissen alle Alltag, es gibt viele Verpflichtungen, die man sonst noch rum hat. Ja. Dann will man in dieser Stunde das Spiel spielen und dann gehen die Server nicht. Das ist halt ärgerlich. Das kommt ja heutzutage immer mal wieder vor, nicht nur bei Multiplayer-Spielen, sondern natürlich auch bei Singleplayer-Spielen, die irgendwie aus irgendwelchen Gründen irgendeinen Online-Zwang haben, weil sie irgendeinen komischen Store da noch irgendwie einbauen mussten oder ähnliches. Ja, so 500 GB Update runterladen, bevor du überhaupt loslegen kannst. Ja, ja, ich wollte gerade sagen, ein ganz tolles Beispiel dafür ist Call of Duty. Mhm. Also ich weiß nicht, da gibt es glaube ich dieses Warzone. Ich selber spiele hauptsächlich mal Singleplayer-Kampagne von Call of Duty. Da gab es aber damals die Möglichkeit, seitdem Warzone glaube ich dabei ist, dass du nur Warzone runterlädst oder nur die Singleplayer-Kampagne. Mhm. Da musstest du aber irgendwo einen Haken setzen. Ansonsten hast du 500 GB an Daten runtergeladen. 500 GB? Ja, ja, also Warzone, ja, 500 waren es jetzt vielleicht nicht, ja, also ein bisschen übertrieben. Aber du musstest halt jede Menge Daten runterladen und du hast jedes Mal wieder die Daten runtergeladen. Und wenn du nur Singleplayer spielen wolltest, was bei mir halt der Fall war, hatte ich dann auf einmal Warzone noch mit drauf, was ich nicht gebraucht habe. Ja. Die Dateien waren dann einfach irgendwann zu viel und dann hat meine Platte irgendwann gesagt, oh nö, wollen wir nicht mehr, weil, ne? Und Singleplayer war gut, ja, hat Spaß gemacht, aber den Multiplayer wollte ich nicht spielen. Das ist nicht mein. Also Battle Royale, ja, okay, mag ich ab und zu mal ganz gerne. Ne? Mhm. Ist auch echt ein cooles Game, wenn man mal so zwischendrin irgendwas machen will. Aber ich sag mal, Warzone ist jetzt nicht so mein Favorite. Ne? Ja, verständlich. Und das ist halt, wie du schon sagtest, das ist halt für mich auch, das hat auch, auch wieder was ne, mit Retro-Spielen zu tun. Ich gehe hin, schalte die Konsole an, habe meine Cartridge, die ich reinlege und fertig ist die Kiste. Ja, oder lege eine CD ein und ich kann das Spiel spielen. Ich muss jetzt nicht noch Day-One-Patch in der Woche ist irgendwie ein Patch rausgekommen, weil dann, wie du schon sagst, Server nicht funktionieren, ja, was ja dann auch so ein Klassiker ist. Ja, das ist halt, das ist nochmal eine andere Art einfach.
Du setzt dich hin, machst das Spiel an und spielst. Und du hast einfach, ja, es macht halt einfach irgendwie Spaß. Ja, es ist nicht so. Maximal musst du nochmal reinpusten. Ja, ich wollte sagen, ja, okay, toll. Wobei ich jetzt vor kurzem auch gesehen habe, dass man das aber lieber nicht machen soll. Es hat zwar früher funktioniert, das hat jeder gemacht, ne? Aber ob ich das heute noch machen würde, weiß ich jetzt nicht. Also ich einige ab und zu mal meine Karte mit ein bisschen Reinigungsalkohol, ne? Weil dann die Platinen wieder in Ordnung sind. Das ist dann schon eher so das Ding, wo ich dann sage, es passt. Ja, aber das ist halt Retro, ja? Du gehst hin, machst es an und kannst spielen. Okay. Das vermisse ich so ein bisschen an heutigen Spielen. Es gibt ganz wenige Spiele, wo ich sage, die sind jetzt auf den Markt geschmissen worden und die sind super gut und sie funktionieren und das ist ausgereift, ja. Aber gut, das konnte man sich früher auch nicht leisten. Ja. Das vermisse ich so ein bisschen einfach, wie du schon sagtest, Cartridge rein, spielen, fertig. Ja. Das ist so ein bisschen so die Bananensoftware, ne? Ja. Greift beim Kunden, sagt man ja so schön. Genau. Leider. Und das war damals nicht so. Ich meine, gut, Spiele waren auch nicht mehr gut. Das war ja auch so ein bisschen historisch bei den Nintendo-Spielen. Die haben ja dieses Seal of Quality ja eingeführt damals. Ja. Das war ja nach diesem großen Videogame-Crash in den USA, der ja dadurch bedingt war, dass ja viele Spiele auf dem Atari veröffentlicht wurden von Drittparty-Herstellern, die halt wirklich Murks waren. Ja. Und da musste Nintendo natürlich dann irgendwie so ein bisschen den Kontrapunkt dazu setzen. Dadurch ist das natürlich so ein bisschen gekommen. Genau. Und dass sie dadurch natürlich auch etabliert, ist ja ganz klar. Ne? Ja, um auch nochmal auf diesen Crash zurückzukommen, wo du gerade drüber sprichst. Sega und Nintendo haben sich halt dann den Markt ja geteilt im Endeffekt und haben dann halt, Sega hat natürlich den kürzeren gezogen. Das ist leider schade, ne, weil die damals auch echt geile Sachen rausgebracht haben. Aber dieses Quality-Gefühl, einfach, dass du Spiele hattest, die in Ordnung waren. Also, ich sag mal so, mein Vater hatte früher einen Atari, ja, der hat da regelmäßig Spiele drauf gehabt, die kannst du heutzutage nicht mehr ins Regal stellen, ja, weil es entweder nicht mehr, ich sag mal, den Regeln entsprechen und gewisse Normen überschreiten, oder aber sie sind so schlecht, dass sie nicht spielbar waren. Mhm. Ja, und das ist dieses. Ja, ganz komisch. Vor allem, wie oft habe ich mir ein Spiel gekauft, einfach nur wegen dem Cover. Ja. Dass einfach das Cover richtig geil aussah und dann spielst du es und es ist halt was ganz anderes und einfach kompletter Rotz auch einfach. Also, das ist mir auch schon oft passiert, auch bei Filmen oder sowas. Ne? Da hat man es auch mal nach Cover ausgewählt. Da, wo man wenig Informationsmöglichkeiten hatte, ne? Und dann dementsprechend. Damals hast du noch in den Zeitschriften nachgelesen, vielleicht so über ein Spiel. Ich wollte gerade sagen, großes Ding, was Zeitschriften einfach auch. Ja. Du hast dich halt nur über diese Zeitschriften informieren können, wo das Internet noch nicht so war. Konntest du nicht sehen, der hat das jetzt schon mal angespielt, der hat das schon mal angetestet, das ist Murks oder das ist nicht gut, ja? Du hast wirklich dich auf die Zeitschriften verlassen und auf die Spieletests, die dort drin waren, wo vielleicht auch Vortests schon mal gewesen sind. Und das war noch ein Medium, was heutzutage ja durch viele Medien ersetzt worden ist, ja? Nehmen wir jetzt mal zum Beispiel in Cyberpunk. Du hast viel mehr Auswahlmöglichkeiten, zu gucken, ob das Spiel was für dich ist oder nicht. Und das hattest du damals nicht. Nee. Und du hast dich einfach dementsprechend entschieden. Ich habe zum Beispiel auch zwei Gurken auf dem SNES zu Hause, die habe ich einmal gespielt und es war halt nichts, ne? Das ist aber, die habe ich ausgesucht vom Cover, wie du schon sagtest. Und habe gedacht, geil, das Cover sieht gut aus, das könnte was sein. Und dann war es halt nachher nichts, ne? Das machst du heutzutage nicht mehr. Nee. Heutzutage, wenn du guckst und schaust, willst du das Spiel spielen? Schaust du erstmal Let's Play oder schaust erstmal irgendwie eine Vorreview von irgendjemand an und bildest dir da schon deine Meinung und dann sagst du, das ist Mist, das brauche ich nicht. Ja? Ja. Ne? Und das ist, das war früher irgendwie, war ein anderes Gefühl. Du hast mal auch ab und zu einen Griff ins Klo gemacht, ne? Ist halt einfach so. Aber es war trotzdem irgendwie. Ja, ich kann mich noch daran erinnern, wenn du nach Hause gefahren bist, dieses Spiel in der Hand hattest und einfach auch die ganze Zeit dieses Cover angeguckt hast und gesagt hast, geil, ja, das ist, mehr hast du nicht. Wenn ich mir die Switch-Spiele angucke, du holst sie aus der Plastikbox raus, dann ist das die kleine Karte und da ist nichts mehr drin. Und da ist trotzdem, wie du schon sagst, ist diese Klammer drin und die ist nicht mehr da. Eben. Warum habe ich kein... Das kostet ja nichts. Ja. Das ist so ein kleines Häftchen da. Gar nichts. Ja, eben, das ist auch so ein bisschen der Vorteil in diesem Retro-Gaming-Bereich. Man hat so ein bisschen mehr physisches
Gefühl, sag ich mal, ja. Ist schlecht zu beschreiben. Also man kann Sachen anfassen, man hat ein Handbuch. Also ich habe ja auch auf meinem Kanal so ein bisschen so diese Zeitreise, diese alten Club Nintendo Magazine, dieser ganze Schreibstil und so weiter. Ja, die sind toll. Wo man gleich in so eine Zeit zurückversetzt wird einfach. Ja. Das ist es wirklich so ein bisschen, ja, was heutzutage irgendwie fehlt. Irgendwie. Ja, heutzutage kaufst du auch viele Spiele einfach digital nur noch. Ja, digital. Ja. Manchmal kommt ja auch gar keine physische Version mehr raus. Ja. Ich wollte gerade sagen, was mir vor allen Dingen auffällt, ist halt auch, dass dieser Markt immer mehr in dieses Digitale rein will. Ja, also die wollen weg von dieser Produktion. Und das ist ja klar, nur noch digital. Ja klar, natürlich ist es eine teure Angelegenheit, wenn du da noch eine CD irgendwie oder eine DVD oder Blu-ray oder sonst irgendwas reinmachst und das noch wirklich was Physisches ist. Aber ehrlich gesagt, ich fände es schade, wenn das wirklich alles weg ist, weil es macht einfach Spaß, wenn du in deine Sammlung reinguckst und du einfach die, und sei es wirklich nur auch neue Switch-Dinger, ja, die sehen halt alle gleich aus, aber es ist trotzdem schön, was Physisches im Schrank stehen zu haben und einfach dieses Gefühl zu haben, okay, du hast was Physisches im Schrank stehen, es ist schön, du hast es und vor allen Dingen, du besitzt es ja. Das ist ja schon nochmal eine andere Sache. Eben, du kannst es. Weil wenn man davon ausgeht, diese Shops, sagen wir mal, jetzt vor kurzem ist, glaube ich, der 3DS-Shop oder so gestellt worden. Alles weg. Ja, du kommst ja noch nicht mal mehr an die Spiele ran. Ja, eben. Das ist wenn du sie digital gekauft hast. Ja. Kannst dann von Glück reden, wenn du Glück hast, dass Nintendo vielleicht irgendwann mal sich dazu bereit erklärt, das in die Virtual Console mit aufzunehmen. Aber das ist ja auch nicht der komplette Portfolio. Oder musst du es nochmal bezahlen? Das und dann, wo kannst du sagen, also dann bezahlst du natürlich direkt, Abo, Natürlich. Ja. Aber das ist schwierig. Also ich finde das sehr schwierig. Genau. Und was ich finde, ist auch, ihr habt es ja auch schon grob angesprochen damals, diese Faszination, wie man sich ein Spiel ausgesucht, wenn man vor diesen, ich sag mal noch, diesen Glaskästen stand, wo die ganzen Spiele weggeschlossen waren. Was ich dann heutzutage noch, finde ich, eine große, große Faszination ist, zu entdecken, was man damals verpasst hat. Weil, wie wir schon angesprochen haben, es gab limitierte, ich sag mal, Informationsmöglichkeiten. Ja. Und heute erst durchs Internet und sowas merkt man ja erst, okay, was hat man alles wirklich verpasst? Ja. Und das, finde ich, macht so viel, viel Spaß aus. Kann man auch heutzutage, finde ich, noch überall irgendwelche Perlen irgendwie sich herausfischen und erkunden. Vor allem, weil man jetzt auch mal das Geld dafür hat. Ja, also damals konnte ich mir das gar nicht leisten. Und jetzt kann ich halt so wirklich Perlen nochmal nachholen, die an mir vorbeigegangen sind. Ja. Was für mich einen großen Faktor ausmacht, ist vor allen Dingen Japan Exclusives. Ich bin ein absoluter JRPG-Fan. Mhm. Klar, es gibt manche nur mit Fanübersetzungen. Mhm. Da muss man halt auch immer mal gucken, wie das so rechtlich ist. Aber ich habe auch ein paar Perlen einfach nachholen können, die nur in Japan rausgekommen sind, dank einem Fanpatch. Ja, also war schon cool. Also Mother ist ja wahrscheinlich ein gutes Sprichwort auch für euch, denke ich mal. Die Branche hat das ja auch selber erkannt. Ich meine, wie viele Remakes und Remaster Spielen wir jetzt momentan bekommen. Also das scheint nicht nur uns zu interessieren, sondern sehr viele Spieler. Ja. Und da liegt ja auch viel Geld. Ja. Naja, im Endeffekt, guck dir mal im Moment die Zielgruppe an. Also Remakes, Remaster, welche Zeitepoche das ist, welche Sachen gemacht werden. Das ist unsere Generation. Ja. Ja, wir haben, also ich kenne das selber. Ich stand vor diesem Glaskasten, wie du schon so schön sagst. Und da waren Spiele drin, 120 Mark. Mhm. Ja, Secret of Mana, 120 Mark. Das sehr groß aus mit seiner Box. Ja, aber tolle Box mit einem Trumpf. Ich konnte es mir damals nicht leisten. Mhm. Und ich habe erst, als ich älter geworden bin und dann mir meine eigenen Spiele gekauft habe mit allem drum und dran, habe ich erst Secret of Mana nachgeholt, Und das ist ein Spiel, was einfach so eine krasse Faszination auch bei mir ausgelöst hat, wo ich sage, boah, hätte ich das früher schon gespielt, wäre das auch nochmal eine ganz, wäre das noch wahrscheinlich auch in meinen Top 5 besten Spiele aller Zeiten gewesen, Von damals. Also jetzt mittlerweile, muss man da ja auch gucken, Es hat Schwächen, aber Aber das ist diese Faszination, einfach jetzt das Geld zu haben und zu sagen, ey, weißt du was, ich gönne mir das jetzt, ich kaufe mir das Spiel, vielleicht auch als Originalspiel noch, dann legst du halt mal 200 Euro hin oder 300 Euro. Ja, ja klar, Wirst halt vielleicht auch schief angeguckt, weil nicht jeder mit dem Hobby was anfangen kann, aber du hast es, du kannst es spielen und du hast einfach dieses,
ich würde so ein bisschen beschreiben, wie so Kindheit so ein bisschen nachholen. So ja. Einfach dieses Gefühl ja, haben, genau das. Sich vor ein Super Nintendo zu setzen, was in der Hand zu haben und ein Kind, einfach Kindheitssachen ja. einfach nachzuholen. Und das ist so dieses Gefühl, was man einfach bei diesem Retro-Gaming ja. in sich hat. Und da brauchst du, finde ich, auch so na, die Original-Hardware vielleicht nicht unbedingt. Also es gibt ja mittlerweile auch gute Klonsysteme und so weiter. Ja, und aber Hardware-Reader und solche Sachen. Ja, aber ich finde, du brauchst trotzdem das Modul und am ja. besten Original-Pad, weil ja. Bei euch wird es genau unter den Videos auch ähnlich sein wie bei mir. Öfter kommt von wegen, so viel Geld ausgegeben. Macht doch einfach Emulation. Ja, kann man machen. Sicher, soll jeder machen, wie er will. Aber ich finde, dadurch hast du wieder diesen Nachteil wie bei modernen Spielen, dass die Spiele dann austauschbar sind. Du hast dann, keine Ahnung, du holst dir dann alle Gameboy-Spiele als ROM, kann man sicher mitmachen, jeder so machen, wie er will. Hast da so eine riesen Liste mit hunderten Spielen ja. und dann hast du da irgendwas, dann spielst du da 2 Minuten rein, nee, ist nichts, nächstes Spiel. Und wenn du das halt wirklich als Modul hast und dann irgendwo reinsteckst und wirklich haptisch vor dir hast, ja. dann beschäftigst du dich damit auch mehr und kommst ja. dann da auch irgendwie besser mehr rein und so weiter, ne? Emulatoren sind bei mir so ein zweischneidiges Schwert, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Also ich auf der einen Seite sage ich, klar, es ist natürlich illegal, also die ROMs ja, zumindest, klar, ne, das muss man schon mal klarstellen. Ja. Emulatoren an sich nicht, ja, mhm. also ne, für mich macht die Faszination von Emulatoren auch aus. Es gibt ja auch neue Spiele, die für jetzt noch programmiert mhm. werden, für alte Systeme. Mhm. Und nicht jeder hat jetzt unbedingt einen Gameboy noch zu Hause, mhm. findet aber vielleicht klar. das Spiel geil. Ja, und dann kann er dann natürlich mit dem Emulator das natürlich ja. dann spielen. Ne? Das ist ja ne, ist halt so eine Sache. Aber, wie du schon sagst, Original-Cartridge, das Spiel mhm. direkt vor dir zu haben, ja. ist ein ganz anderes Gefühl, als wenn du einfach nur sagst, oh ja, ich nehme jetzt die Liste, mhm. geh mal durch und schau mal, was ich da habe. Klar, natürlich ja. ist das natürlich ein Kostenfaktor auch. Ja, sicher. Klar, Emulatoren wissen wir alle, ROMs gibt es halt auch zuhauf, ne? Ja, bei muss ich gewissen Seiten. Ja. Bei Emulatoren ist ja noch wichtig, du kriegst ja auch viele alte Spiele einfach gar nicht mehr. Also wenn wir jetzt ja, der Nintendo ja. 3DS-Shop einfach ausgeschaltet wird, dann musst du halt gucken, wie kommst du noch an diese Spiele ran? Mhm. Dann ist natürlich der erste Schritt so, der am einfachsten ist, ja, Emulator und ROM. Ja. Wenn es natürlich dann nicht ganz legal ist. Ja, das ist natürlich, wie gesagt, das muss sich natürlich jeder sich selber für sein Gewissen ja. oder ähnliches entscheiden. Ja. Ich will da keinen verurteilen, wenn er es benutzt oder nicht. Nee, soll jeder machen, nee. So wie er sagen, soll jeder machen, wie er. Aber für mich persönlich gehört halt wirklich dieses Physische dazu. Ja. Ja. Deswegen, das ist halt wirklich das Wichtigste und das ist auch die Faszination, finde ich, bei uns. Und dann zahlt man halt schon mal. Ja. Bisschen mehr halt für ein Spiel, dann ist es halt. Wenn man Sammler ist. Ja, gut, dann kommt das nochmal dahin zu. Ja, dann gibt es nochmal ein bisschen mehr Geld aus, weil man die Sammlung komplett haben möchte. Eben. Leider ja. Mich würde mal interessieren, womit habt ihr denn so angefangen? Also, was waren eure ersten Berührungspunkte bei Retro-Spielen oder generell Videospiele dann? Ja. Aber es ist dann ja Retro wahrscheinlich. Also, mein ganz erster Berührungspunkt, wo ich mich wirklich damals dran erinnern kann, das ist damals wirklich auf dem C64 bei meinem Onkel gewesen. Das war so Mitte 80er, 86, 87. Und da war ich gleich irgendwie gefangen und gepackt. Und oh, man kann auf dem Fernseher, kann man Sachen selber manipulieren. Und das macht schon irgendwie Spaß. Ja. Ja, und dann ging es bei mir gleich eigentlich bei mir zu Hause dann mit dem Gameboy los. Mein Bruder hatte das NES natürlich, ganz klassisch. Und natürlich Super Nintendo. Und so Mitte der 90er bin ich dann irgendwann in das PC-Lager gewechselt. So mit einem Pentium 166, weil auch da muss natürlich jetzt gestehen, schon angesprochen, Spiele waren damals teuer und der PC hatte halt den großen Vorteil, dass man sich Spiele auf anderen Wegen irgendwie auf Zugang getauscht hat. Eventuell, ich weiß, das hat keiner von uns gemacht, aber ich habe gehört, solche Möglichkeiten gab es damals. Ja, ja. Mal so aus dritter Hand oder sowas und dann bin ich in das PC-Lager dann quasi gewechselt. Aber der Gameboy hat ja bei dir irgendwie so nochmal einen besonderen Stellenwert. Wie kommt das? Genau, das kommt eigentlich so eher dahin, weil ich hatte damals in meinem Kinderzimmer keinen Fernseher. Deswegen, NES, Super Nintendo war halt da, aber ja. konnte ich halt nicht so frei nutzen, wie ich ja. gerne möchte. Und deswegen war der Gameboy, der war halt immer da, der war der ständige Begleiter, war es in des Wortes, der war auf jeden Urlaub mit dabei und so weiter. Es gibt so immer die lustige Geschichte, in meiner Familie immer erzählt wird, dass wir irgendwo in Spanien Urlaub waren damals und dann haben mein Bruder und ich immer quasi ein Taschengeld für die 2 Wochen bekommen. Ah. Was mache ich? Ich laufe am ersten Tag in den Spieleladen und kaufe mir ein Gameboy-Spiel davon, habe alles ausgegeben.
Deswegen, das, da war immer dabei, das war immer die Faszination. Okay. Aber wie sieht es bei euch aus? So. Ja, bei mir ist das, so ein bisschen auf meinen Vater zurückzuführen. Mein Vater hat halt damals so einen der ersten Computer gehabt, also die als, also etwas besseren Computer, also jetzt nicht C64, wobei wir den auch haben, also ne? und das war, Faszination hat mich eigentlich gepackt, als mein Vater Quack der Pilot. Also DuckTales, weil ich mochte die Serie. Also DuckTales ist so, Spiel, ja. DuckTales ist so absolut mein absolutes Lieblingsdings. Und dann gab's so. Dings, dann konnte man mit Quack dem Bruchpiloten durch die Lüfte fliegen und musste dann beim Landen eine Bruchlandung machen. Ganz viel kenne ich gar nicht. Ja, ich weiß auch leider nicht mehr, wie das heißt. Ja. Da musste ich mal meinen Vater fragen, aber der weiß es wahrscheinlich auch nicht mehr. Und North vs. South. Ich weiß ob ihr das... Ist Strategiespiel mit Nordstaaten. Ja, genau, Nordstaaten, Südstaaten. Eigentlich eher so ein Ding, was man eigentlich in Amerika eigentlich eher so kannte. Aber mein Vater ist halt seit jeher Strategiespieler. Deswegen auch meine Passion für Strategiespiele. Es ist so... Und so richtig selber bin ich mit dem Gameboy und dem NES. Also das NES hatte mein Onkel damals. Das war so ein Ding, wo ich dann ab und zu mal Zelda spielen durfte. Ja, dann durfte ich halt mal durch die Gegend rennen und durfte dann die... auch nicht verstanden damals. Nee, auch nicht verstanden. Auch die nicht ging jetzt fit genauso. Also so vom Sinn her, damals muss ich ehrlich sagen, also das, was ich gespielt habe, also vom Sinn her werde ich wahrscheinlich kaum was so erfasst haben, wie es jetzt halt ist. Es war ja auch so, dass die Texte ja auf Englisch waren. Und damals wurde, also heutzutage wird ja früher Englisch beigebracht als bei uns damals. Genau. Und da war die Sprachbarriere natürlich noch höher. Ne? Ja, wobei, gut, SNES ging dann einigermaßen, weil manche Spiele halt einfach keine Sprachausgabe hatten. Ja, war dann halt auch egal. Ja? Zum Beispiel Super Mario World hast du dann halt auch einfach nicht, keine Sprachausgabe. Ja, weißt schon, was funktioniert. Ja. Und ich bin dann auch irgendwann in das PC-Lager auch gewechselt. Also ich spiele seit jeher PC und bin da eigentlich auch so gut wie geblieben. Also bis auf wenige Ausnahmen, also Nintendo-Konsolen natürlich. Sehr gut. Das ist halt so meine Sache. Also ich brauche auch jede Nintendo-Konsole, ist mein Ding. Und ich kaufe mir dann halt, gut, ich muss dazu sagen, ich kaufe mir auch nur die Spiele, die ich haben möchte. Also es ist jetzt nicht so, dass ich dann alles im Regal stehen haben muss, sondern es ist wirklich, dass ich... Heutzutage ist das sowieso rum, finde ich. Dass ich da selektiere und halt gucke, was ich halt haben möchte. Aber so richtig die Faszination hat mich eigentlich mit dem Super Nintendo gepackt, weil das war meine erste eigene Konsole. Ah, okay, also das war was Besonderes. Ich habe das Super Nintendo zu meinem Geburtstag gekriegt. Da war das Super Nintendo aber schon ein bisschen auf dem Markt. Ne? Und dann waren 6, 7 Spiele dabei und noch ein Controller, 2 Stück. Und ich hatte... Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber die Erweiterungsbar, damit du mit 3, 4 Leuten spielen konntest. Ah, das Multitap. Das Multitap ist das, genau. Das hatte ich und dann war ich natürlich auch der King. Wollte ich immer haben. Wollte gerade sagen, dann war ich natürlich auch der King in der Nachbarschaft. Weil ich das halt hatte und es ist schon, war schon irgendwie cool. Aber so richtig bin ich aber seitdem beim Computer geblieben und bin da auch großer Strategiefan. Ja. Also alles, was mit Strategiespielen zu tun hat. Aufbau, Simulation, Strategie. Genau mein Thema, da bin ich auch. Alles so. Ist so alles so das, was ich so gerne spiele. Also großer Anno 1800 Spieler auch mittlerweile. Und ist so mein Deckenpferd. Okay, ja. Ist fit. Ja, bei mir war es so, dass ich bin ein bisschen jünger, glaube ich, als ihr. 91er Jahrgang. Und bei mir war es so, ich habe dann ab und zu beim Cousin irgendwie auf dem PC gezockt und der, also darf man auch keinen sagen, aber dann so GTA 1 und 2, da war es irgendwie... Die waren gut. Ja, da, aber noch viel zu jung, aber okay. Man hat dazu lieber jetzt nichts. Ich habe damals mit 4, 5 Jahren Doom gespielt. Also ging mir ähnlich, als ich dem Alter war. Ja, ich war zu jung, aber... Ja, also das war so meine ersten Berührungspunkte und dann habe ich dann zum Geburtstag irgendwann auch das SNES bekommen mit Super Mario World, also wirklich klassisch. Ja. Und dann wirklich, ich war so oft auf dem Flohmarkt und habe dann irgendwie gebrauchte SNES-Spiele halt da gekauft. Wie gesagt, da auch nach den Covern einfach ausgesucht. Mal war es Gutes dabei, mal irgendwie kompletter Schrott. Aber so bin ich zum Beispiel an Street Fighter 2 gekommen und das hat mich komplett fasziniert. Also bis heute spiele ich super gerne Kampfspiele. Und ja, im Laufe der Zeit, dann habe ich mir noch einen Game Boy Color. Also Game Boy hatte ich nie. Ich hatte nur einen Game Boy Color direkt in so ein
ich weiß nicht, so ein Lemon Green, also dieses ganz hellgrüne. Ah, ja. Dann Pokémon, das ist halt so meine Generation dann gewesen. Irgendwann auch PC dann bekommen. Auch ein bisschen mehr auf dem PC dann gezockt, auch vor allem so gerne Rundenstrategie. Also wenn wir schon bei Strategie vorhin waren, ich spiele vor allem sehr gerne Runden, also Civilization oder so. Ja. Power of the Fire ist mega. Ja. Also Realtime ist mir ein bisschen zu stressig manchmal. Verständlich. Ja, kann ich verstehen. Ich hatte auch vor allem Nintendo-Konsolen bis zum... Also ich hatte eigentlich fast alle Nintendo-Konsolen bis auf die Wii U oder so. Ja gut. Aber ab der Wii hat es mich auch ein bisschen verloren, muss ich ehrlich sagen. Bis zum GameCube fand ich es noch richtig geil. Dann kam die Wii, die hat mich schon nicht mehr so abgeholt. Dann bin ich eher zum PlayStation-Lager übergegangen und Xbox-Lager. Und ja, bis heute vor allem dann so PlayStation 4, PlayStation 5. Ich habe so eine Switch, aber da spiele ich gar nicht so viel drauf. Ja, meine staubt auch an, ja. Ja. Irgendwie hat es mich da nicht so gepackt. Bei mir ein bisschen anders. Ich spiel viel Switch. Mhm. Also das ist aber, das liegt aber auch einfach daran, dass ich das Ding halt überall hinnehmen kann und dann einfach auch mal irgendwelche Sachen zocken kann. Ja. Ich hole mir gar keine Spiele mehr zum Release heutzutage. Ich warte halt immer, weiß ich nicht, ein, zwei Jahre ab. Und dann, wenn ich dann weiß, okay, das Spiel ist gut, dafür interessiere ich mich, dann hole ich es mir auch erst. Ja. Und vielleicht noch eine traumatische Erfahrung, die ich gemacht habe mit dem SNES, meine erste Konsole. Ich bin irgendwann für Studieren dann von zu Hause ausgezogen, habe halt meine ganzen alten Sachen halt zu Hause gelassen. Ich habe zwei jüngere Brüder. Und der eine dachte sich, ja, ich verkaufe mal einfach das SNES von meinem großen Bruder. Aber weil er Geld brauchte und hat mich auch gar nicht gefragt. Und irgendwann kommst du so nach Hause und denkst dir, wo ist meine alte Konsole? Dann hat er einfach für 20 Euro verscherbelt. 20 Euro? Also bis heute blutet mein Herz. Das tut weh, das tut richtig weh. Also das ist wirklich, also wenn ihr irgendwann von zu Hause irgendwie weggeht und ihr habt Brüder, Schwestern, auf einen Fall mitnehmen oder wegschließen. Würde ich auch sagen, also ich werde es auf jeden Fall wegschließen, definitiv. Oder gleich direkt mitnehmen. Ja. Das tut weh. So ging es auch mit meinem originalen Gameboy, meinen originalen Gameboy-Spielen damals. Auch da zum Studium ausgezogen. Und dann, als ich mit dem Sammeln angefangen habe, dachte ich mir, okay, irgendwo müssen die doch noch rumliegen. Habe ich meine Mutter gefragt. Ja, nee, die habe ich der Nachbarin geschenkt. Die hatte eine Tochter zum Spielen. Ah. Gut, ich meine, okay, vielleicht hat es bei der Person auch diese Faszination hervorgerufen, dann sage ich nichts dagegen. Aber mein Zelda-Spielstand und sowas, nein! Klingeln und sagen, gib es zurück! Ja, schön, dass ihr reingeschaut habt. Ich hoffe, euch hat unser kleiner Talk gefallen. Und wie gesagt, guckt bei den Jungs unbedingt mal vorbei. Ist natürlich unten alles verlinkt. Dann macht's gut und bis zum nächsten Video. Tschö. Ciao. Ciao.